Kapitel 37. Und im 105. Jahr des Lebens von Jakob, das ist das 9. Jahr, in dem Jakob mit seinen Kindern in Kanaan lebte, da kam er von Padan Aram. Und in diesen Tagen reiste Jakob mit seinen Kindern von Hebron, und sie gingen und kehrten zur Stadt Schechem um, sie und all ihr Besitz, und sie lebten dort. Denn die Kinder Jakobs erhielten gutes und fettes Weideland für ihr Vieh in der Stadt Schechem. Die Stadt Schechem war wieder erbaut worden, und es lebten darin rund 300 Männer und Frauen. Und Jakob und seine Kinder und all sein Besitz weilten in dem Teil des Feldes, welches Jakob von Hamor, dem Vater von Schechem, gekauft hatte, als er von Padan Aram kam, bevor Simeon und Levi die Stadt geschlagen hatten. Und alle Könige von Kanaan versammelten sich erneut, und sie kamen, um gemeinsam Krieg gegen Jakob und seine Söhne zu machen. Und Jaschub, König von Tapnach, sandte auch nach allen benachbarten Königen, nach Elan, König von Gasch, und nach Ihuri, König von Shiloh, und nach Paraton, König von Kasar, und nach Susi, König von Saton, und nach Laban, König von Bet-Koran, und nach Schabir, König von Otnaimah, sagend: Kommt zu mir und assistiert mir, und lasst uns Jakob den Hebräer und seine Söhne schlagen, und seinen Besitz, denn sie sind erneut nach Schechem gekommen, um es zu besitzen und ihre Bewohner zu erschlagen wie zuvor. Und alle diese Könige versammelten sich und kamen mit all ihren Feldlagern, ein sehr zahlreiches Volk wie der Sand am Strand, und sie waren alle gegenüber Tapnach. Und Jaschub, König von Tapnach, ging mit seiner ganzen Armee auf sie zu, und er kampierte mit ihnen gegenüber Tapnach. Und alle diese Könige bildeten sieben Lager, sieben Lager gegen die Söhne von Jakob. Und sie sendeten eine Erklärung an Jakob und seine Söhne, sagend: Kommt ihr doch alle zu uns zu einem Interview in der Ebene, um die Sache der Männer von Schechem zu rächen, welche ihr in deren Stadt erschlagen habt. Und jetzt werdet ihr wieder in die Stadt Schechem zurückkehren und darin wohnen und ihre Einwohner erschlagen wie zuvor. Und die Söhne von Jakob hörten das, und ihre Wut war außergewöhnlich stark geweckt durch die Worte der Könige von Kanaan. Und 10 der Söhne von Jakob beeilten sich und standen auf, und jeder von ihnen gürtete sich mit seinen Kriegswaffen. Und da waren 102 ihrer Diener mit ihnen ausgestattet in dieser Schlachtordnung. Und all diese Männer, die Söhne Jakobs mit ihren Dienern, gingen zu diesen Königen. Und ihr Vater Jakob war bei ihnen, und sie standen alle auf dem Berg von Schechem. Und Jakob betete zu Jahua für seine Söhne, und er streckte seine Hände aus zu Jahua, und er sagte: O Gott, du bist ein allmächtiger Gott, du bist unser Vater, du hast uns geformt, und wir sind die Werke deiner Hände. Ich bitte dich, befreie meine Söhne durch deine Gnade aus den Händen ihrer Feinde, die heute gekommen sind, um mit ihnen zu kämpfen, und rette sie aus ihrer Hand. Denn in deiner Hand liegt Kraft und Macht, um wenige vor vielen zu retten. Und gib meinen Söhnen, deinen Dienern, Stärke im Herzen und Macht, um mit ihren Feinden zu kämpfen, um sie zu überwältigen, und ihre Feinde vor ihnen zu Fall zu bringen. Und lasse meine Söhne und ihre Diener nicht sterben durch die Hände der Söhne von Kanaan. Aber wenn es in deinen Augen gut ist, das Leben meiner Söhne und ihrer Diener zu nehmen, dann nimm sie in deiner großen Gnade durch die Hände deiner Minister, damit sie nicht umkommen an diesem Tag durch die Hände der Könige der Amoriter. Und als Jakob zu beten aufhörte, da erschütterte die Erde von seinem Platz, und die Sonne verdunkelte sich, und alle diese Könige erschraken, und große Fassungslosigkeit ergriff sie. Und Jahua erhörte das Gebet von Jakob, und Jahua beeindruckte die Herzen aller dieser Könige und deren Heere mit Schrecken und Ehrfurcht vor den Söhnen Jakobs. Denn Jahua ließ sie die Geräusche von Streitwagen hören, und Geräusche mächtiger Pferde von den Söhnen Jakobs, und die Geräusche einer großen Armee, die sie begleitete. Und diese Söhne waren ergriffen von großem Schrecken vor den Söhnen Jakobs. Und während sie in ihren Quartieren standen, siehe, die Söhne von Jakob näherten sich ihnen mit 112 Männern und mit großem und gewaltigem Geschrei.
Und als die Könige der Söhne Jakob, die Söhne Jakobs näher kommen sahen, da wurden sie noch mehr von Panik ergriffen. Und sie waren geneigt, sich von den Söhnen Jakobs zurückzuziehen wie zuerst und nicht mit ihnen zu kämpfen. Aber sie zogen sich nicht zurück. Es würde Schande über uns bringen, zum zweiten Mal vor den Hebräern zu flüchten. Und die Söhne Jakobs kamen näher und rückten gegen all diese Könige und deren Armeen vor. Und sie sahen, es war ein mächtiges Volk, zahlreich wie der Sand am Meer. Und die Söhne Jakobs riefen zu Jahua und sagten: Hilf uns, o Gott, hilf uns und antworte uns, denn wir vertrauen in dich. Und lass uns nicht sterben durch die Hände dieser unbeschnittenen Männer, die heute gegen uns gezogen sind. Und die Söhne Jakobs gürteten sich mit ihren Kriegswaffen. Und jeder Mann nahm sein Schild und seinen Speer in die Hand, und sie zogen in die Schlacht. Und Juda, der Sohn von Jakob, rannte vor seinen Brüdern und 10 seiner Diener mit ihm, und er ging auf diese Könige zu. Und Jaschub, der König von Tapnach, kam ebenso vor mit seiner Armee gegen Juda. Und Juda sah Jaschub und seine Armee auf ihn zukommen, und Judas Wut war angestachelt, und sein Ärger brannte in ihm, und er zog in die Schlacht, in welcher Juda sein Leben riskierte. Und Jaschub und all seine Männer rückten gegen Juda vor, und er ritt auf einem sehr starken und kräftigen Pferd. Und Jaschub war ein tapferer Mann und war eingedeckt mit Eisen und Kupfer vom Kopf bis zum Fuß. Und während er auf dem Pferd war, schoss er Pfeile mit beiden Händen, von vorne und hinten, wie es seine Art in allen Schlachten war, und er verfehlte niemals den Ort, auf welchen er mit seinen Pfeilen zielte. Und als Jaschub kam, um mit Juda zu kämpfen, und mit vielen Pfeilen auf Juda schoss, da band Jahua die Hand von Jaschub, und alle Pfeile, die er schoss, prallten auf seine eigenen Männer. Und trotzdessen bewegte sich Jaschub immer noch auf Juda zu, um ihn mit den Pfeilen herauszufordern, aber die Distanz zwischen ihnen war ungefähr 30 Ellen. Und als Juda sah, dass Jaschub seine Pfeile auf ihn schoss, da rannte er mit seiner wutentbrannten Macht auf ihn zu. Und Juda nahm einen großen Stein vom Boden, und sein Gewicht war 60 Schekel. Und Juda rannte auf Jaschub zu und schlug mit dem Stein auf dessen Schild, so dass Jaschub von dem Schlag wie benommen war und von seinem Pferd zu Boden fiel. Und das Schild brach entzwei aus der Hand von Jaschub, und durch die Kraft des Schlages ungefähr 15 Ellen davonflog, und das Schild fiel vor das zweite Lager. Und die Könige, die bei Jaschub waren, sahen aus der Ferne die Stärke von Juda, dem Sohn von Jakob, und was er Jaschub angetan hatte, und sie hatten schreckliche Angst vor Juda. Und sie sammelten sich in der Nähe von Jaschubs Lager und sahen seine Verwirrung. Und Juda zog sein Schwert und erschlug 42 Männer aus dem Lager von Jaschub. Und das ganze restliche Lager von Jaschub floh vor Juda. Und kein Mann stand vor ihm. Und sie ließen Jaschub zurück und flohen von ihm. Und Jaschub lag immer noch niedergeworfen am Boden. Und als Jaschub sah, dass alle Männer aus seinem Lager geflohen waren, beeilte er sich und stieg auf mit Schrecken gegen Juda und stand auf seinen Beinen gegenüber von Juda. Und Jaschub hatte einen Einzelkampf mit Juda, Schild gegen Schild, und alle Männer von Jaschub flohen, denn sie hatten schreckliche Angst vor Juda. Und Jaschub nahm seinen Speer in die Hand, um Juda auf den Kopf zu schlagen. Aber Juda hatte schnell sein Schild über seinen Kopf geführt gegen Jaschubs Speer, so dass das Schild von Juda den Schlag von Jaschubs Speer abhielt. Und das Schild wurde in zwei geschlagen. Und als Juda sah, dass sein Schild gespalten war, da zog er schnell sein Schwert und schlug Jaschub an seine Knöchel und schlug seinen Fuß ab, so dass Jaschub zu Boden fiel und der Speer fiel aus seiner Hand. Und Juda hob hastig den Speer von Jaschub auf, mit dem er seinen Kopf abtrennte und ihn an seine Füße warf. Und als die Söhne Jakobs sahen, was Juda dem Jaschub getan hatte, da rannten sie alle in die Reihen der anderen Könige, und die Söhne Jakobs kämpften mit der Armee von Jaschub und mit den Armeen all der anderen Könige. Und durch die Söhne Jakobs fielen 15.000 ihrer Männer, und sie erschlugen sie, als ob sie Kürbisse schlugen,
und der Rest floh um ihres Lebens willen. Und Juda stand immer noch bei dem Körper von Jaschub und zog Jaschubs Waffenkleidung aus. Und Juda nahm ihm auch das Silber und das Kupfer ab, das Jaschub trug. Und siehe, 9 führende Männer von Jaschub kamen an, um gegen Juda zu kämpfen. Und Juda beeilte sich und nahm einen Stein vom Boden und schlug damit einen von ihnen auf den Kopf. Und sein Schädel wurde gebrochen, und sein Körper fiel vom Pferd auf den Boden. Und die 8 Heeresführer, die übrig geblieben waren, die Stärke von Juda sehend, hatten große Angst und flohen. Und Juda verfolgte sie mit seinen 10 Männern, und sie überholten sie und erschlugen sie. Und die Söhne Jakobs schlugen immer noch die Armee der Könige, und sie erschlugen viele von ihnen. Aber die Könige, die es gewagt hatten, bei ihren Heeresführern zu bleiben, wichen nicht von ihrem Ort. Und sie riefen gegen diejenigen ihrer Armee aus, die vor den Söhnen Jakobs geflohen waren. Aber keiner von ihnen hörte auf sie, und sie fürchteten um ihr Leben, dass sie sterben würden. Und alle Söhne Jakobs, nachdem sie die Armeen der Könige geschlagen hatten, kamen zurück zu Juda. Und Juda schlug immer noch die 8 Heeresführer von Jaschub und streifte ihnen ihre Kleidung ab. Und Levi sah Elon, den König von Gasch, wie er auf ihn zukam, mit seinen 14 Heeresführern, um ihn zu schlagen, aber Levi war sich dessen nicht sicher. Und Elon kam mit seinen Heeresführern näher, und Levi blickte zurück und sah, dass ihm ein Kampf in seinem Rücken geboten wurde. Und Levi rannte mit 12 seiner Diener los, und sie schlugen Elon und seine Heeresführer mit der Kante des Schwertes. Und Ihuri, der König von Shiloh, kam heran, um Elon zu helfen, und er näherte sich Jakob, als Jakob seinen Bogen in die Hand nahm und Ihuri mit einem Pfeil traf und tötete. Und als Ihuri, der König von Shiloh, tot war, da flohen die 4 übrig gebliebenen Könige mit dem Rest der Heeresführer von ihren Standorten. Und sie bemühten sich, sich zurückzuziehen, sagend, wir haben keine Stärke mehr mit den Hebräern, nachdem sie die 3 Könige mit ihren Heeresführern getötet haben, die mächtiger waren als wir. Und als die Söhne Jakobs sahen, dass die übrigen Könige sich von ihren Standorten entfernt hatten, da verfolgten sie diese. Und Jakob kam ebenso vom Hügel von Schechem, von dem Ort, an dem er stand, und sie gingen den Königen nach und näherten sich ihnen mit ihren Dienern. Und die Könige und die Heeresführer und der Rest der Armee, sehend, dass die Söhne Jakobs sich ihnen näherten, fürchteten um ihr Leben und flohen, bis sie die Stadt Kasar erreichten. Und die Söhne Jakobs verfolgten sie bis zum Tor der Stadt Kasar, und sie schlugen eine große Schlacht mit den Königen und deren Armeen, ungefähr 4000 Männer. Und während sie die Armee der Könige schlugen, da war Jakob mit seinem Bogen beschäftigt und beschränkte sich darauf, die Könige zu schlagen, und er schlug sie alle. Und er schlug Paraton, König von Kasar, am Tor der Stadt Kasar, und danach schlug er Susi, den König von Saton, und Laban, den König von Bet-Korin, und Schabir, den König von Machnaima, und er schlug sie alle mit Pfeilen, ein Pfeil für jeden von ihnen, und sie starben. Und die Könige Jakobs sahen, dass alle Könige tot waren, und dass sie aufgelöst waren und sich zurückzogen, fuhren damit fort, gegen die Armeen der Könige zu kämpfen, gegenüber dem Tor von Kasar, und sie schlugen noch ungefähr 400 ihrer Männer. Und 3 Männer von den Dienern Jakobs fielen in dieser Schlacht. Und als Juda sah, dass 3 seiner Diener gestorben waren, und es betrübte ihn zutiefst, und sein Ärger brannte in ihm gegen die Amoriter. Und alle übrig gebliebenen Männer aus den Armeen der Königen fürchteten stark um ihr Leben, und sie rannten und brachen das Tor der Stadtmauer von Kasar, und sie gingen alle in die Stadt zu ihrer Sicherheit. Und sie verbargen sich in der Mitte der Stadt von Kasar, denn die Stadt Kasar war sehr groß und weiträumig. Und als all die Armeen die Stadt betreten hatten, da rannten die Söhne Jakobs hinter ihnen her in die Stadt. Und 4 mächtige Männer, erfahren im Kampf, gingen aus der Stadt und standen vor dem Eingang der Stadt, mit gezogenen Schwertern und Speeren in ihren Händen. Und sie platzierten sich gegenüber den Söhnen Jakobs und wollten nicht zulassen, dass sie die Stadt betreten würden. Und Naphtali rannte los und kam zwischen sie und schlug mit seinem Schwert 2 von ihnen
und schlug ihre Köpfe ab mit einem Schlag. Und er drehte sich zu den anderen zwei um, und siehe, sie waren geflohen. Und er verfolgte sie und überholte sie, schlug sie und tötete sie. Und die Söhne Jakobs kamen in die Stadt und sahen, und siehe, es war eine andere Mauer in der Stadt. Und sie suchten nach dem Tor der Mauer und konnten es nicht finden. Und Juda sprang auf die Oberseite der Mauer, und Simeon und Levi folgten ihm, und sie alle drei stiegen von der Mauer in die Stadt hinab. Und Simeon und Levi erschlugen alle Männer, die zur Sicherheit in die Stadt gelaufen waren, und auch die Einwohner der Stadt mit ihren Frauen und Kindern. Sie schlugen sie mit der Klinge ihrer Schwerter, und die Schreie aus der Stadt stiegen zum Himmel auf. Und Dan und Naphtali sprangen auf die Stadtmauer, um zu sehen, was die Ursache für das Klagegeschrei war. Denn die Söhne Jakobs waren besorgt um ihre Brüder, und sie hörten die Einwohner der Stadt weinend und flehend sprechen, sagend: Nehmt alles, was wir besitzen, und geht fort, doch tötet uns nicht. Und als Juda, Simeon und Levi aufgehört hatten, die Einwohner der Stadt zu erschlagen, da stiegen sie auf die Stadtmauer und riefen zu Dan und Naphtali, die ebenso auf der Mauer waren, und zum Rest ihrer Brüder, und Simeon und Levi informierten sie über den Eingang zur Stadt, und alle Söhne Jakobs kamen, um die Beute abzuholen. Und die Söhne Jakobs nahmen die Beute aus der Stadt Kasar, das Vieh und die Herden, und den Besitz, und sie nahmen alles, was sie ergreifen konnten, und blieben von diesem Tag an der Stadt fern. Und am nächsten Tag gingen die Söhne Jakobs nach Saton, denn sie hatten gehört, dass die Männer Satons, die in der Stadt lebten, sich versammelten, um mit ihnen zu kämpfen, weil sie ihren König erschlagen hatten. Und Saton war eine sehr hohe und befestigte Stadt, und sie war von einem tiefen Festungswall umgeben. Und der Pfeiler des Walls war etwa 50 Ellen und seine Breite 40 Ellen. Und es gab keinen Ort für einen Mann, in die Stadt einzudringen wegen des Walles. Und die Söhne Jakobs sahen den Wall der Stadt, und sie suchten einen Eingang darin, konnten ihn aber nicht finden. Denn der Eingang zur Stadt war auf der Rückseite, und jeder Mann, der in die Stadt zu kommen wünschte, kam über diese Straße, die um die ganze Stadt herumführte, und betrat anschließend die Stadt. Und als die Söhne Jakobs sahen, dass sie keinen Weg in die Stadt fanden, da wurde ihr Zorn heftig angefacht, und die Einwohner der Stadt, sehend, dass die Söhne Jakobs ankamen, hatten sehr viel Angst vor ihnen, denn sie hatten von ihrer Stärke gehört und was sie in Kasar getan hatten. Und die Einwohner der Stadt Saton konnten nicht herausgehen zu den Söhnen Jakobs, nachdem sie sich in der Stadt versammelt hatten, um mit ihnen zu kämpfen, damit sie nicht dadurch in die Stadt hineinkämen. Aber als sie sahen, dass sie zu ihnen kamen, da waren sie sehr ängstlich vor ihnen, denn sie hatten von ihrer Stärke gehört und was sie in Kasar taten. Daher nahmen die Einwohner von Saton schnell die Brücke der Straße zur Stadt hoch von ihrem Ort, bevor die Söhne Jakobs kamen, und sie brachten sie in die Stadt. Und die Söhne Jakobs kamen und suchten den Weg in die Stadt, doch konnten ihn nicht finden. Und die Einwohner der Stadt gingen auf die Stadtmauer und sahen, siehe, die Söhne Jakobs suchten den Eingang zur Stadt. Und die Einwohner der Stadt machten den Söhnen Jakobs auf der Stadtmauer stehend Vorwürfe und verfluchten sie. Und die Söhne Jakobs hörten die Vorwürfe, und sie wurden sehr erzürnt. Und ihre Wut brannte in ihnen. Und die Söhne Jakobs wurden von ihren provoziert, und sie richteten sich auf und sprangen mit der Kraft ihrer Stärke über den Wall, und durch ihre Macht überwanden sie die 40 Ellen Breite des Walls. Und als sie den Wall passiert hatten, da standen sie unter der Stadtmauer, und sie sahen alle Tore der Stadt mit eisernen Türen verschlossen. Und die Söhne Jakobs waren kurz davor, die Stadttore der Stadt aufzubrechen, und die Einwohner der Stadt ließen sie nicht herein, denn sie warfen Steine und Pfeile von der Stadtmauer herab auf sie. Und die Zahl der Männer auf der Stadtmauer war ungefähr 400. Und als die Söhne Jakobs sahen, dass die Männer der Stadt sie nicht die Stadttore öffnen lassen würden, da sprangen sie und stiegen auf die Stadtmauer hinauf. Und Juda ging zuerst hinauf, zum östlichen Teil der Stadt. Und Gad und Ascher gingen nach ihm hinauf, zur westlichen Ecke der Stadt. Und Simeon und Levi gingen in den Norden, und Dan und Ruben in den Süden der Stadt. Und die Männer, die auf der Stadtmauer waren, die Einwohner der Stadt,
flohen alle von der Mauer, als sie sahen, dass sich die Söhne Jakobs näherten. Sie stiegen in die Stadt hinab und versteckten sich inmitten der Stadt. Und Issachar und Naphtali, die unter der Stadtmauer zurückgeblieben waren, näherten sich und durchbrachen die Tore zur Stadt, und sie entzündeten ein Feuer an den Toren zur Stadt, so daß das Eisen schmolz, und alle Söhne Jakobs kamen in die Stadt hinein, sie und alle ihre Männer, und sie kämpften mit den Einwohnern der Stadt Sarton, und sie schlugen sie mit der Scheide des Schwerts, und kein Mann stand mehr vor ihnen auf. Und ungefähr 200 Männer flohen aus der Stadt, und sie versteckten sich alle in einem bestimmten Turm der Stadt. Und Juda verfolgte sie zu dem Turm, und er brach den Turm ab, welcher auf die Männer fiel, und sie alle starben. Und die Söhne Jakobs gingen die Straße zum Dach dieses Turmes hinauf, und sie sahen, siehe, da war ein weiterer starker und hoher Turm in einiger Entfernung in der Stadt, und seine Spitze reichte bis zum Himmel. Und die Söhne Jakobs beeilten sich und stiegen hinab, und gingen mit allen ihren Männern zu diesem Turm und fanden ihn angefüllt mit ungefähr 300 Männern, Frauen und Kindern. Und die Söhne Jakobs schlugen eine große Schlacht mit diesen Männern in dem Turm, und sie rannten weg und flohen vor ihnen. Und Simeon und Levi verfolgten sie, als 12 starke und tapfere Männer von ihnen aus ihrem Versteck hinauskamen. Und diese 12 Männer führten eine heftige Schlacht gegen Simeon und Levi, und Simeon und Levi konnten sie nicht überwältigen. Und diese tapferen Männer brachen die Schilde von Simeon und Levi. Und einer von ihnen schlug mit seinem Schwert auf Levis Kopf, als Levi schnell seine Hand zum Kopf führte vor Angst vor dem Schwert. Und das Schwert schlug auf Levis Hand, und es fehlte nur wenig, dass Levis Hand abgeschlagen wurde. Und Levi ergriff das Schwert des tapferen Mannes in der Hand und nahm es gewaltsam von dem Mann. Und damit erschlug er dem mächtigen Mann auf den Kopf, und er trennte seinen Kopf ab. Und 11 Männer näherten sich, um mit Levi zu kämpfen, denn sie sahen, dass der eine getötet wurde, und die Söhne Jakobs kämpften, aber die Söhne Jakobs konnten sie nicht überwältigen, denn diese Männer waren sehr stark. Und als die Söhne Jakobs sahen, dass sie sie nicht überwältigen konnten, da ließ Simeon einen lauten und gewaltigen Schrei los. Und die 11 starken Männer waren benommen von der Stimme von Simeons Schrei. Und Juda erkannte aus der Entfernung die Stimme von Simeon. Und Naphtali und Juda rannten mit ihren Schilden zu Simeon und Levi und fanden sie kämpfend mit diesen starken Männern, sie nicht überwältigen könnend, weil ihre Schilde gebrochen waren. Und Naphtali sah, dass die Schilde von Simeon und Levi zerbrochen war. Und er nahm 2 Schilde von seinen Dienern und brachte sie zu Simeon und Levi. Und Simeon, Levi und Juda kämpften an diesem Tag zu dritt gegen diese 11 Männer bis zum Sonnenuntergang, aber sie konnten sie nicht überwältigen. Und das wurde Jakob gesagt, und er war sehr betrübt, und er betete zu Jahua, und er und sein Sohn Naphtali zogen gegen diese mächtigen Männer. Und Jakob näherte sich und spannte seinen Bogen, und er kam den mächtigen Männern näher, und er tötete 3 ihrer Männer durch den Bogen, und die übrig gebliebenen 8 Männer drehten sich um, und siehe, der Krieg tobte gegen sie von vorne und von hinten, und sie waren sehr besorgt um ihre Leben, und sie konnten nicht bestehen vor den Söhnen Jakobs, und sie flohen vor ihnen. Und auf ihrer Flucht kamen Dan und Ascher auf sie zu und fielen über sie her, und sie kämpften mit ihnen und schlugen 2 von ihnen. Und Juda und seine Brüder verfolgten sie, und sie kämpften mit den Übriggebliebenen und töteten sie. Und alle Söhne Jakobs kehrten zurück und gingen um die Stadt und schauten, ob sie noch irgendwelche Männer finden konnten. Und sie fanden 20 junge Männer in einer Höhle in der Stadt. Und Gad und Ascher erschlugen sie alle. Und Dan und Naphtali entzündeten den Rest der geflohenen Männer aus dem 2. Turm, und sie töteten sie alle. Und die Söhne Jakobs töteten alle Einwohner der Stadt Sarton, aber die Frauen und Kinder beließen sie in der Stadt und töteten sie nicht. Und alle Einwohner der Stadt Sarton waren starke Männer. Einer von ihnen würde 1000 Männer verfolgen, und 2 von ihnen würden nicht vor 10.000 des Rests von ihnen fliehen. Und die Söhne Jakobs töteten alle Einwohner der Stadt Sarton mit der Scheide des Schwerts,
so daß kein Mann gegen sie aufstehen würden, und sie beließen die Frauen in der Stadt. Und die Söhne Jakobs nahmen die ganze Beute aus der Stadt, und sie ergriffen, was ihnen beliebte, und sie nahmen Vieh und Herden und Besitz aus der Stadt. Und die Söhne Jakobs taten Saturn und seinen Einwohnern dasselbe an wie Kasar und seinen Anwohnern, und dann gingen sie fort. Und als die Söhne Jakobs aus der Stadt Saturn gingen, sie waren gerade ungefähr 200 Ellen gegangen, trafen sie die Einwohner von Tapnach auf sie zukommend, denn sie waren ausgezogen, um gegen sie zu kämpfen, weil sie den König von Tapnach und all seine Männer getötet hatten. Also kamen alle, die in der Stadt Tapnach übrig geblieben waren, um gegen Jakobs Söhne zu kämpfen, und sie dachten, die Beute zurückzuholen, welche sie in Kasar und Saturn mitgenommen hatten. Und der Rest der Männer von Tapnach kämpften an diesem Ort mit den Söhnen Jakobs, und die Söhne Jakobs schlugen sie, und sie flohen vor ihnen, und sie verfolgten sie bis zur Stadt Abelan, und sie fielen alle vor den Söhnen Jakobs. Und die Söhne Jakobs kehrten um und kamen nach Tapnach, um die Beute aus Tapnach zu holen. Und als sie nach Tapnach kamen, da hörten sie, dass die Leute aus Abelan kamen, um sie zu treffen und die Beute ihrer Brüder zu sichern. Und die Söhne Jakobs beließen 10 ihrer Männer in Tapnach, um die Stadt zu plündern. Und sie gingen hinaus zu den Leuten von Abelan. Und die Männer von Abelan gingen hinaus mit ihren Frauen, um gegen die Söhne Jakobs zu kämpfen. Denn ihre Frauen waren erfahren im Kampf, und sie gingen hinaus, ungefähr 400 Männer und Frauen. Und alle Söhne Jakobs riefen mit lauter Stimme, und sie rannten alle auf die Einwohner von Abelan zu mit einer großen und gewaltigen Stimme. Und die Einwohner von Abelan hörten den Ruf der Söhne Jakobs und ihr Gebrüll wie von Löwen und wie das Rauschen des Meeres und seiner Wellen. Und Angst und Terror ergriff die Herzen wegen der Söhne Jakobs, und sie waren schrecklich besorgt, und sie zogen sich zurück und flohen vor ihnen in die Stadt, und die Söhne Jakobs verfolgten sie bis zum Stadttor, und sie kamen über sie in der Stadt. Und die Söhne Jakobs kämpften mit ihnen in der Stadt, und alle ihre Frauen schleuderten Steine gegen die Söhne Jakobs, und der Kampf war sehr heftig zwischen ihnen den ganzen Tag bis zum Abend. Und die Söhne Jakobs konnten sie nicht überwältigen, und die Söhne Jakobs wären fast umgekommen in der Schlacht. Und die Söhne Jakobs riefen zu Jahua und erhielten eine große Stärke zum Abend hin. Und die Söhne Jakobs töteten alle Einwohner von Abelan mit der Klinge des Schwertes, Männer, Frauen und die Kinder. Und alle Überlebenden der Leute, die aus der Stadt Saturn geflohen waren, wurden von den Söhnen Jakobs in Abelan getötet. Und die Söhne Jakobs taten den Städten Abelan und Tapnach, wie sie es in Kasar und Saturn getan hatten. Und als die Frauen sahen, dass alle Männer tot waren, da gingen sie auf die Dächer der Stadt und warfen Steine hinab auf Jakobs Söhne wie Regen. Und die Söhne Jakobs eilten los und kamen in die Stadt und ergriffen alle diese Frauen und erschlugen sie mit der Klinge des Schwertes. Und die Söhne Jakobs ergriffen Gewinn und Beute, Vieh, Schafe und Rinder. Und die Söhne Jakobs taten an Machnaima, wie sie es Tapnach, Kasar und Shiloh getan hatten, und dann kehrten sie um und gingen fort. Und am 5. Tag hörten die Söhne Jakobs, dass die Leute von Gasch zusammengekommen waren, um gegen sie zu kämpfen, weil sie ihren König und seine Heeresführer getötet hatten. Denn da waren 14 Heeresführer in Gasch. Und die Söhne Jakobs hatten sie in der ersten Schlacht geschlagen. Und die Söhne Jakobs umgürteten sich an diesem Tag mit ihren Kriegswaffen. Und sie marschierten in die Schlacht gegen die Einwohner von Gasch. Und in Gasch war ein starkes und mächtiges Volk der Amoriter. Und Gasch war die stärkste und am besten befestigste aller Städte der Amoriter. Und sie hatte 3 Mauern. Und die Söhne Jakobs kamen nach Gasch. Und sie sahen, dass die Stadttore geschlossen waren, und ungefähr 500 Männer standen auf der äußersten der Stadtmauern, und ein sehr zahlreiches Volk wie Sand am Meer befand sich in einem Hinterhalt vor den Söhnen Jakobs, außerhalb, an der Rückseite der Stadt. Und die Söhne Jakobs näherten sich, um die Tore der Stadt zu öffnen, und während sie sich näherten, siehe, diejenigen, die im Hinterhalt auf der Rückseite der Stadt waren,
kamen hervor aus ihren Verstecken und umgaben die Söhne Jakobs. Und die Söhne Jakobs waren eingeschlossen zwischen den Leuten aus Gasch, und die Schlacht lief vor und hinter ihnen, und alle Männer auf den Stadtmauern bewarfen sie mit Pfeilen und Steinen. Und Juda bemerkte, dass die Männer von Gasch zu stark für sie wurden, und gab einen schrillen und gewaltigen Schrei heraus, und alle Männer von Gasch gerieten in Panik wegen Judas Schrei, und alle Männer fielen von der Mauer durch den kraftvollen Schrei, und alle, die innerhalb und außerhalb der Stadt waren, waren sehr besorgt um ihr Leben. Und die Söhne Jakobs näherten sich weiter an, die Türen der Stadt aufzubrechen, als die Männer von Gasch Steine und Pfeile auf sie warfen vom Dach der Stadtmauer, und so flohen sie von dem Tor. Und die Söhne Jakobs kehrten zurück gegen die Männer von Gasch, die außerhalb der Stadt waren, und sie schlugen sie schrecklich, als ob sie Kürbisse schlagen würden, denn Schrecken und Terror hatte sie ergriffen wegen Judas Schrei. Und die Söhne Jakobs schlugen alle Männer außerhalb der Stadt, und die Söhne Jakobs rückten wieder vor, um einen Eingang in die Stadt zu finden und unter der Stadtmauer zu kämpfen, doch sie konnten nicht, weil alle Einwohner von Gasch, die in der Stadt geblieben waren, die Mauern von Gasch in jeder Richtung umschlossen, so dass die Söhne von Jakob keine Möglichkeit hatten, sich der Stadt zu nähern und mit ihr zu kämpfen. Und die Söhne Jakobs näherten sich von einer Ecke, um unter der Mauer zu kämpfen. Die Einwohner von Gasch warfen Pfeile und Steine auf sie wie ein Regenschauer, und sie flohen unter der Mauer hervor. Und die Leute von Gasch, die auf der Mauer waren, sehend, dass die Söhne Jakobs sie nicht überwältigen konnten, tadelten die Söhne Jakobs in diesen Worten, sagend: »Was ist los mit euch, dass ihr in der Schlacht nicht siegen könnt? Könnt ihr der mächtigen Stadt von Gasch und seinen Einwohnern das Gleiche antun wie den Städten der Amoriter, die nicht so mächtig waren? Sicher, diesen Schwachen unter uns könnt ihr so etwas antun und sie am Eingang zur Stadt schlagen, denn sie hatten keine Stärke, als sie verängstigt waren wegen eures Schreiens. Und werdet ihr jetzt in der Lage sein, an diesem Ort zu kämpfen? Sicherlich werdet ihr hier sterben, und wir werden die Sache dieser Städte rächen, die ihr verwüstet habt.« Und die Einwohner von Gasch machten den Söhnen von Jakob große Vorwürfe und schmähten sie mit ihren Göttern und fuhren damit fort, Pfeile und Steine auf sie zu werfen. Und Juda und seine Brüder hörten die Worte der Einwohner von Gasch, und ihre Wut wurde heftig entfacht. Und Juda war eifersüchtig auf seinen Gott in dieser Sache, und er rief aus und sagte: »O Yahuwah, hilf, sende uns und unseren Brüdern Hilfe.« Und er lief in der Ferne mit aller Kraft, mit seinem gezogenen Schwert in der Hand, und er sprang von der Erde aus los und bestieg mit der Hilfe seiner Kraft die Wand, und sein Schwert fiel aus seiner Hand. Und auf der Mauer rief Juda sehr laut, und alle Männer, die auf der Mauer waren, gerieten in Panik, und einige von ihnen fielen von der Mauer hinab in die Stadt und starben. Und diejenigen, die noch auf der Mauer waren, waren sehr besorgt und flohen um ihr Leben zur Sicherheit in die Stadt, als sie die Stärke von Juda sahen. Und einige waren ermutigt, mit Juda auf der Mauer zu kämpfen, und sie kamen näher, um ihn zu erschlagen, als sie sahen, dass kein Schwert in Judas Hand war. Und sie dachten, sie würden ihn von der Mauer hinabwerfen zu seinen Brüdern. Und 20 Mann kamen aus der Stadt, um ihnen zu helfen, und sie umschlossen Juda und riefen zu ihm hinüber und näherten sich ihm mit gezogenen Schwertern. Und sie versetzten Juda in große Angst, und Juda rief zu seinen Brüdern von der Mauer. Und Jakob und seine Söhne zogen die Bögen von unter der Mauer und töteten 3 der Männer, die auf der Mauer waren. Und Juda rief weiter und schrie: »O Yahuwah, hilf uns, befreie uns!« Und er schrie es heraus mit lauter Stimme auf der Mauer, und der Schrei wurde noch in großer Distanz gehört. Und nach diesem Schrei wiederholte er die Rufe, und alle Männer, die Juda umgaben, waren in Panik, und jeder von ihnen warf sein Schwert aus der Hand wegen Judas Stimme und Beben, und sie flohen. Und Juda nahm die Schwerter, die aus ihren Händen gefallen waren, und Juda kämpfte mit ihnen und tötete 20 der Männer auf der Mauer. Und ungefähr 80 Männer und Frauen stiegen von der Stadt aus auf die Mauer und
Sie umschlossen Juda, und Yahua drückte die Angst von Juda in ihre Herzen, so daß sie unfähig waren, sich ihm zu nähern. Und Jakob und alle Männer, die bei ihm waren, zogen unter der Mauer ihre Bögen, und sie töteten 10 Männer auf der Mauer, und sie fielen hinab vor Jakob und seine Söhne. Und als die Leute auf der Mauer sahen, daß 20 ihrer Männer gefallen waren, liefen sie weiter auf Juda zu mit gezogenen Schwertern. Aber sie konnten sich ihm nicht nähern, denn sie hatten große Angst vor Judas Stärke. Und einer ihrer starken Männer namens Arut näherte sich, um Juda mit dem Schwert auf den Kopf zu schlagen, als Juda schnell sein Schild zum Kopf führte, und das Schwert traf das Schild, und es wurde in zwei geschlagen. Und nachdem dieser mächtige Mann Juda getroffen hatte, lief er um sein Leben vor Angst vor Juda. Und seine Füße rutschten auf der Mauer aus, und er fiel unter die Söhne von Jakob, die unter der Mauer waren, und sie töteten ihn. Und Juda schmerzte seinen Kopf von dem Schlag des kräftigen Mannes, und Juda wäre fast gestorben. Und Juda schrie auf der Mauer laut auf wegen der Schmerzen, die der Schlag verursacht hatte, als Dan ihn hörte, und Wut entbrannte in ihm, und auch er stand auf, ging etwas weg, und rannte und sprang von der Erde auf die Mauer hinauf mit seiner wutentfachten Stärke. Und als Dan auf die Mauer in die Nähe von Juda kam, flohen die Männer auf der Mauer, die gegen Juda gestanden waren. Und sie gingen zur zweiten Mauer, und sie warfen Pfeile und Steine auf Dan und Juda von der zweiten Mauer herab und versuchten, sie von der Mauer fernzuhalten. Und die Pfeile und Steine trafen Dan und Juda, und sie wurden auf der Mauer beinahe getötet. Und wohin auch immer Dan und Juda versuchten, von der Mauer zu fliehen, wurden sie mit Pfeilen und Steinen von der zweiten Mauer attackiert. Und Jakob und seine Söhne waren immer noch am Eingang zur Stadt unter der ersten Mauer, und sie waren nicht in der Lage, ihre Bögen gegen die Einwohner der Stadt zu richten, weil sie nicht von ihnen gesehen werden konnten, weil sie auf der zweiten Mauer waren. Und Dan und Juda, als sie die Steine und Pfeile nicht länger ertragen konnten, auf die sie von der zweiten Mauer geworfen wurden, sprangen beide auf die zweite Mauer hinauf, in die Nähe der Leute. Und als die Leute der Stadt auf der zweiten Mauer sahen, dass Dan und Juda auf die zweite Mauer gekommen waren, da schrien sie auf und stiegen hinab zwischen die beiden Mauern. Und Jakob und seine Söhne hörten das Schreien der Leute in der Stadt. Und sie waren immer noch am Eingang zur Stadt, und sie waren besorgt wegen Dan und Juda, die sie nicht sehen konnten, weil sie auf der zweiten Mauer waren. Und Naphtali sprang mit seiner wutentbrannten Macht auf die erste Mauer, um sehen zu können, was der Grund für die Schreie waren, die sie in der Stadt gehört hatten. Und Issachar und Sebulon näherten sich, die Tore der Stadt aufzubrechen. Und sie öffneten die Tore und kamen in die Stadt hinein. Und Naphtali sprang von der ersten Mauer auf die zweite Mauer und assistierte seinen Brüdern. Und die Einwohner von Gasch, die auf der Mauer waren, sehend, dass Naphtali nun der dritte war, der seinen Brüdern half, und sie flohen alle und stiegen hinab in die Stadt. Und Jakob und seine Söhne und ihre jungen Männer kamen in die Stadt hinein. Und Juda, Dan und Naphtali stiegen von der Mauer hinab in die Stadt und verfolgten die Einwohner der Stadt. Und Simeon und Levi waren außerhalb der Stadt und wussten nicht, dass das Stadttor geöffnet war. Und so gingen sie von dort zur Mauer und kamen hinunter zu ihren Brüdern in die Stadt. Und die Einwohner der Stadt waren alle hinabgestiegen in die Stadt. Und die Söhne Jakobs kamen auf sie zu aus unterschiedlichen Richtungen. Und die Schlacht wurde gegen sie geführt von vorne und von hinten. Und die Söhne Jakobs schlugen sie schrecklich und töteten ungefähr 20.000 Männer und Frauen. Nicht einer konnte von Jakobs Söhnen bestehen. Und das Blut floss in großer Menge durch die Stadt, und es war wie ein Wasserbach. Und das Blut floss wie ein Bach in den äußeren Teil der Stadt, und es erreichte die Wüste von Bet-Korin. Und die Leute von Bet-Korin sahen aus der Ferne das Blut fließen aus der Stadt Gasch. Und ungefähr 70 Männer von ihnen rannten, um das Blut zu sehen, und sie kamen zu dem Ort, an dem das Blut war. Und sie folgten der Spur des Blutes und kamen zur Stadtmauer von Gasch, und sie sahen den Blutausfluss aus der Stadt, und sie hörten die weinenden Stimmen der Einwohner von Gasch, denn sie stiegen zum Himmel, und das Blut floss weiter reichlich
wie ein Bach von Wasser. Und alle Söhne Jakobs schlugen immer noch die Einwohner von Gasch, und sie fuhren damit fort bis zum Abend, ungefähr 20.000 Männer und Frauen. Und die Leute von Korin sagten, sicherlich ist das das Werk der Hebräer, denn sie führen immer noch Krieg gegen die Städte der Amoriter. Und diese Leute beeilten sich und rannten nach Bet-Korin, und jeder nahm seine Kriegswaffen, und sie schrien aus zu allen Einwohnern von Bet-Korin, die auch ihre Kriegswaffen nahmen, um mit Jakobs Söhnen Krieg zu führen. Und als die Söhne Jakobs die Einwohner von Gasch geschlagen hatten, gingen sie durch die Stadt, um alle Erschlagenen auszunehmen. Und sie kamen in den innersten Teil der Stadt und trafen drei sehr mächtige Männer, und es war kein Schwert in ihrer Hand. Und die Söhne Jakobs kamen zu dem Ort, an dem diese waren, und die kräftigen Männer liefen davon, und einer von ihnen hatte Sebulon genommen, der, wie er sah, ein junger Bursche war und von kleiner Statur, und mit seiner Macht warf er ihn zu Boden. Und Jakob rannte zu ihm mit seinem Schwert und schlug ihn unterhalb der Lenden mit seinem Schwert und schnitt ihn entzwei, und sein Körper fiel auf Sebulon. Und der zweite näherte sich und ergriff Jakob, um ihn auf den Boden zu werfen. Und Jakob drehte sich zu ihm um und schrie zu ihm, während Simeon und Levi rannten und ihn mit dem Schwert auf die Hüften schlugen, und er fiel zu Boden. Und der kraftvolle Mann richtete sich vom Boden auf mit wutentbrannter Macht. Und Judah kam zu ihm, bevor er festen Stand erreicht hatte, und schlug ihm auf den Kopf mit dem Schwert, und sein Kopf wurde gespalten, und er starb. Und der dritte kraftvolle Mann, sehend, dass seine Begleiter getötet worden waren, rannte vor den Söhnen von Jakob davon, und die Söhne Jakobs verfolgten ihn in die Stadt. Und während der kraftvolle Mann floh, fand er eines der Schwerter von den Einwohnern der Stadt, und er nahm es auf und drehte sich zu den Söhnen Jakobs um und kämpfte gegen sie mit dem Schwert. Und der starke Mann rannte zu Juda, um ihm mit dem Schwert auf den Kopf zu schlagen, und da war kein Schild in der Hand von Juda. Und während er darauf abzielte, ihn zu schlagen, hielt Naphtali das Schwert über Judas Kopf, und das Schwert des kräftigen Mannes traf das Schild von Naphtali, und Juda entfloh dem Schwert. Und Simeon und Levi rannten zu dem starken Mann mit ihren Schwertern und schlugen ihn kraftvoll mit ihren Schwertern. Und die zwei Schwerter drangen in den Körper des starken Mannes ein, und sie teilten ihn in zwei, der Länge nach. Und die Söhne Jakobs töteten die drei mächtigen Männer zusammen mit allen Einwohnern von Gasch, und der Tag neigte sich seinem Ende. Und die Söhne Jakobs gingen durch Gasch und nahmen die Beute aus der Stadt, sogar die Kinder und Frauen ließen sie nicht am Leben, und die Söhne Jakobs taten Gasch dasselbe an, wie sie es Saton und Shiloh angetan hatten. Und die Söhne Jakobs nahmen die Beute aus der Stadt Gasch und gingen bei Nacht aus der Stadt. Sie gingen hinaus und marschierten zur Burg von Bet-Korin, und die Einwohner von Bet-Korin gingen zur Burg, um sie zu treffen. Und in dieser Nacht kämpften die Söhne Jakobs mit den Einwohnern von Bet-Korin, in der Burg von Bet-Korin. Und alle Einwohner von Bet-Korin waren mächtige Männer, einer von ihnen würde nicht vor 1000 Männern fliehen. Und sie kämpften in dieser Nacht auf der Burg, und ihre Schreie wurden noch in der Ferne gehört, und die Erde bebte von den Schreien. Und die Söhne Jakobs waren besorgt wegen dieser Männer, denn sie waren nicht gewohnt, im Dunkeln zu kämpfen, und sie waren sehr bestürzt. Und die Söhne Jakobs riefen zu Jahua, sagend, »Gib uns Hilfe, o Gott, befreie uns, damit wir nicht durch die Hände dieser unbeschnittenen Männer sterben.« Und Jahua hörte auf die Stimme der Söhne Jakobs, und Jahua löste große Angst und Konfusion aus, um die Leute von Bet-Korin zu ergreifen, und diese kämpften untereinander, einer gegen den anderen, in der Dunkelheit der Nacht, und töteten sich selbst in großer Zahl. Und die Söhne Jakobs, wissend, dass Jahua einen Geist der Pervertierung unter dieser Männer gebracht hatte und dass jeder mit seinem Nachbarn kämpfte, gingen weg von den Leuten Bet-Korins und gingen bis zur Senke der Burg von Bet-Korin und weiter, und sie blieben dort sicher mit ihren jungen Männern in dieser Nacht. Und die Leute von Bet-Korin kämpften die ganze Nacht, ein Mann mit seinem Bruder, ein anderer gegen seinen Nachbarn, und sie schrien umher in jede Richtung auf der Burg,
und ihr Schrei wurde in der Ferne gehört, und die ganze Erde zitterte durch ihre Stimme, denn sie waren mächtig über alle Völker der Erde. Und alle Einwohner der Städte der Kanaaniter, die Hittiter, die Amoriter, die Hiviter und alle Könige von Kanaan und ebenso diejenigen auf der anderen Seite des Jordan hörten in dieser Nacht die Schreie. Und sie sagten, sicher sind das die Schlachten der Hebräer, die gegen die sieben Städte kämpfen, die sich ihnen näherten. Und wer kann gegen diese Hebräer bestehen? Und alle Einwohner der Städte der Kanaaniter, alle, die auf der anderen Seite des Jordan waren, hatten große Angst vor den Söhnen Jakobs, denn sie sagten, siehe, dasselbe wie diesen Städten wird auch uns angetan werden, denn wer kann gegen ihre mächtige Stärke bestehen? Und die Schreie der Koriniter waren laut in dieser Nacht, und sie wuchsen weiter an, und sie töteten sich gegenseitig bis zum Morgen, und viele von ihnen wurden getötet. Und der Morgen näherte sich, und die Söhne Jakobs standen auf bei Morgengrauen und gingen zur Burg, und sie schlugen die übrigen der Koriniter auf schreckliche Weise, und alle in der Burg wurden getötet. Und der sechste Tag brach an, und alle Einwohner von Kanaan sahen aus der Ferne alle Leute von Bet-Korin tot auf dem Boden der Burg liegen, herumgestreut wie die Kadaver von Lämmern und Böcken. Und die Söhne Jakobs nahmen die ganze Beute, die sie aus Garsch mitgenommen hatten, und gingen nach Bet-Korin. Und sie fanden die Stadt voll von Leuten wie Sand am Meer, und sie kämpften mit ihnen, und die Söhne Jakobs töteten sie bis zum Abend. Und die Söhne Jakobs taten Bet-Korin, wie sie es Garsch und Tapnach getan hatten, und wie sie es Kasar angetan hatten, sowie Saton und Shiloh. Und die Söhne Jakobs nahmen die Beute aus Bet-Korin und die ganze Beute der anderen Städte und gingen an diesem Tag nach Hause nach Schechem. Und die Söhne Jakobs kamen nach Hause in die Stadt Schechem, und sie blieben außerhalb der Stadt, und sie ruhten sich vom Krieg aus und verweilten dort die ganze Nacht. Und alle ihre Diener zusammen mit aller Beute, die sie in den Städten gemacht hatten, ließen sie außerhalb der Stadt, und sie gingen nicht in die Stadt hinein, denn sie sagten, möglicherweise könnte da noch mehr Kampf gegen uns kommen, und sie könnten kommen und uns in Schechem belagern. Und Jakob und seine Söhne und ihre Diener blieben in dieser Nacht und den nächsten Tag auf dem Feld, welches Jakob einst von Hamor für 5 Schekel gekauft hatte. Und alles, was sie erbeutet hatten, war bei ihnen. Und die gesamte Beute, welche die Söhne Jakobs gemacht hatten, war auf dem Feld, immens wie der Sand am Meer. Und die Einwohner des Landes beobachteten sie aus der Ferne. Und alle Einwohner des Landes hatten Angst vor den Söhnen Jakobs, die diese Sache getan hatten. Denn kein König aus alten Tagen hatte jemals so etwas getan. Und die 7 Könige der Kanaaniter beschlossen, Frieden mit den Söhnen Jakobs zu machen, denn sie hatten große Angst um ihre Leben wegen der Söhne Jakobs. Und an diesem Tag, dem 7. Tag, sandte Jafia, König von Hebron, insgeheim zum König von Ai und zum König von Gibeon und zum König von Salem und zum König von Adulam und zum König von Lachisch und zum König von Kasar und zu allen kanaanitischen Königen, die ihnen unterstanden, und sagte, geht hinauf mit mir und kommt zu mir, und wir wollen zu den Söhnen Jakobs gehen, und ich werde Frieden mit ihnen machen und einen Vertrag mit ihnen machen, damit eure Länder nicht zerstört werden durch die Schwerter der Söhne Jakobs, wie sie es in Schechem und den umliegenden Städten getan haben, wie ihr gehört und gesehen habt. Und wenn ihr zu mir kommt, dann kommt nicht mit vielen Männern, sondern lasst jeden König seine 3 Heeresführer mitnehmen und jeder Heeresführer 3 seiner Offiziere. Und kommt alle nach Hebron, und wir werden gemeinsam zu den Söhnen Jakobs gehen und sie bitten, sie mögen mit uns einen Vertrag zum Frieden mit uns machen. Und alle diese Könige taten, wie der König von Hebron gesagt hatte, denn sie standen alle unter seinem Rat und Befehl. Und alle Könige Kanaans versammelten sich, um zu den Söhnen Jakobs zu gehen und Frieden mit ihnen zu machen. Und die Söhne Jakobs kehrten zurück, und sie gingen zum Feld im Schechem zurück, und sie trauten den Königen des Landes nicht.
Und die Söhne Jakobs kehrten um und blieben auf dem Feld für 10 Tage, und niemand kam, um Krieg zu führen. Und als die Söhne Jakobs sahen, dass kein Krieg kam, da versammelten sie sich alle und gingen zur Stadt Schechem, und die Söhne Jakobs blieben in Schechem. Und nach Ablauf von 40 Tagen versammelten sich alle Könige der Amoriter und kamen nach Hebron, zu Japhira, dem König von Hebron. Und die Zahl der Könige, die nach Hebron kamen, um Frieden mit den Söhnen Jakobs zu machen, war 21 Könige. Und die Zahl der Heeresführer, die mit ihnen kamen, war 69. Und ihre Männer waren 189. Und alle diese Könige pausierten mit ihren Männern am Berg Hermon. Und der König von Hebron ging mit seinen 3 Heeresführern und 9 Männern hinaus. Und diese Könige beschlossen, zu den Söhnen Jakobs zu gehen und Frieden zu schließen. Und sie sagten zum König von Hebron: Gehe du vor uns mit deinen Männern und spreche vor uns mit den Söhnen von Jakob, und wir werden dir folgen und deine Worte bestätigen. Und der König von Hebron tat es so. Und die Söhne Jakobs hörten, dass alle Könige von Kanaan zusammengekommen waren und in Hebron waren. Und die Söhne Jakobs sandten 4 ihrer Diener als Spione, sagend: Geht und spioniert diese Könige aus und schaut nach ihren Männern, ob sie wenige oder viele sind. Und wenn es wenige sind, zählt sie und kommt zurück. Und die Diener Jakobs gingen im Geheimen zu diesen Königen und taten, wie die Söhne Jakobs ihnen gesagt hatten. Und sie kamen zurück und sagten zu ihnen: Wir kamen zu diesen Königen, und sie sind wenige, und wir zählten sie. Und siehe, es waren 288 Könige und Männer. Und die Söhne Jakobs sagten: Sie sind wenige an der Zahl. Deswegen werden wir nicht alle zu ihnen gehen. Und am Morgen standen die Söhne Jakobs auf und wählten 62 ihrer Männer. Und 10 der Söhne Jakobs gingen mit ihnen. Und sie gürteten sich ihre Kriegswaffen um, denn sie sagten: Sie kommen, um Krieg mit uns zu machen. Denn sie wussten nicht, dass sie gekommen waren, um Frieden mit ihnen zu machen. Und die Söhne Jakobs gingen mit ihren Dienern zum Stadttor von Schechem, zu diesen Königen, und ihr Vater Jakob war bei ihnen. Und als sie so weit gekommen waren, siehe, der König von Hebron und seine 3 Heeresführer und ihre 9 Männer kamen die Straße entlang auf die Söhne Jakobs zu. Und die Söhne Jakobs blickten auf und sahen aus der Entfernung Japhia, den König von Hebron, mit seinen Heeresführern auf sie zukommen. Und die Söhne Jakobs gingen am Stadttor von Schechem in Stellung und gingen nicht weiter. Und der König von Hebron kam weiter näher, er und seine Führer, bis er den Söhnen Jakobs nahe kam. Und er und seine Führer verbeugten sich zu Boden vor ihnen, und der König von Hebron saß mit seinen Führern vor Jakob und seinen Söhnen. Und die Söhne Jakobs sagten zu ihm: Was hat dich befallen, o König von Hebron? Warum bist du heute zu uns gekommen? Was verlangst du von uns? Und der König von Hebron sagte zu Jakob: Ich bitte dich, mein Herr, alle Könige der Kanaaniter sind heute gekommen, um Frieden mit euch zu machen. Und die Söhne Jakobs hörten die Worte des Königs von Hebron, und sie würden seinen Vorschlägen nicht zustimmen, denn sie vertrauten ihm nicht, denn sie meinten, dass der König von Hebron sie getäuscht hatte. Und der König von Hebron wusste durch die Worte von Jakobs Söhnen, dass sie seinen Worten nicht glaubten. Und der König von Hebron näherte sich Jakob weiter und sagte zu ihm: Ich bitte dich, mein Herr, sei versichert, dass all diese Könige aus friedlichem Grund gekommen sind, denn sie sind nicht mit allen ihren Männern gekommen, noch sind sie mit ihren Kriegsgeräten gekommen, denn sie kamen, um Frieden von meinem Herrn und seinen Söhnen zu suchen. Und die Söhne Jakobs antworteten dem König von Hebron, sagend: Sende zu allen diesen Königen, und wenn du uns die Wahrheit gesagt hast, lasse jeden von ihnen einzeln vor uns treten, und wenn sie unbewaffnet zu uns kommen, dann wissen wir, dass sie Frieden suchen mit uns. Und Japhia, König von Hebron, schickte einen seiner Männer zu den Königen, und sie kamen alle vor die Söhne Jakobs, und sie verbeugten sich vor ihnen zu Boden. Und diese Könige saßen vor Jakob und seinen Söhnen und sagten: Wir haben alles gehört, was ihr den Königen der Amoriter mit eurem Schwert und außerordentlich mächtigen Armen getan habt, so dass niemand vor euch bestehen konnte.
und wir haben Angst vor euch um unsere Leben, dass es uns ergehen könnte wie ihnen. Also sind wir zu euch gekommen, um einen Vertrag zum Frieden zwischen uns zu machen und einen Bund des Friedens und der Wahrheit zu schließen, dass ihr euch nicht in unsere Angelegenheiten einmischt, so dass wir uns nicht in eure Angelegenheiten einmischen. Und die Söhne Jakobs wussten, dass sie wirklich gekommen waren, um Frieden zu suchen, und die Söhne Jakobs hörten ihnen zu und schlossen einen Bund mit ihnen. Und die Söhne Jakobs schworen ihnen, dass sie sich nicht bei ihnen einmischen würden, und alle Könige der Kanaaniter schworen ihnen ebenso. Und die Söhne Jakobs machten sie tributpflichtig von diesem Tag an. Und danach kamen alle Heeresführer dieser Könige mit ihren Männern vor Jakob, mit Geschenken in der Hand für Jakob und seine Söhne, und sie verbeugten sich vor ihnen bis zum Boden. Und diese Könige drängten die Söhne Jakobs und flehten sie an, alle Beute, die sie in den 7 Städten der Amoriter mitgenommen hatten, zurückzugeben. Und die Söhne Jakobs taten so, und sie gaben alles zurück, was sie genommen hatten, die Frauen, die Kinder, das Vieh und die Beute, die sie mitgenommen hatten. Und sie schickten sie fort und gingen weg, jeder in seine Stadt. Und alle diese Könige verbeugten sich erneut vor den Söhnen Jakobs, und sie sandten oder brachten viele Geschenke in diesen Tagen. Und die Söhne Jakobs schickten die Könige und ihre Männer fort, und sie gingen friedlich weg von ihnen in ihre Städte. Und die Söhne Jakobs gingen zurück nach Hause, nach Schechem. Und es gab Frieden von diesem Tag an zwischen den Söhnen Jakobs und den Königen der Kanaaniter, bis die Kinder Israel kamen, um das Land Kanaan zu erben. Saxons, Scandinavians, Nordic, Basque, Lombard, Germanic have descended from these children of Jacob.